Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend heute am Freitag, dem 16. oder sowas in der Art. Wir sind wieder da, wir wollten gerade unseren Zug beenden, um zu gucken, was Eagle denn Schönes macht, außer uns kaputt zu bomben. Okay, das habe ich nicht erwartet, Tatsache. Aber nicht schlecht. Wenn es mit dem anderen auch da runter geht. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hätte ihn ausparken sollen, aber nein. Somit haben wir zwei Einheiten auf einmal verloren. Ja gut, das macht nicht viel. Den können wir wahrscheinlich auch mit unserem... Nein, den können wir nicht mit unserem Missile erreichen. Ach. So ein... Schon. Aber wir sollten wahrscheinlich gleich unsere Spezialgabe wieder einsetzen können. Nein. Nein. Blitzschlagfähigkeit. Er darf mit allen Einheiten außer Fußeinheiten nochmal ziehen. Tut mir leid, ich bin gerade schlecht gelaunt deswegen. Ein wenig verzweifelt, könnte man auch sagen. Denn man merkt es mir vielleicht nicht an, aber er nimmt uns gerade eine große Chance, schnell, die Tüte zu verpacken, sag ich mal. Oder was weiß ich, was für Sprüche man halt so bringt, ne? Ihr kennt das ja. Ich wusste, dass dieser Kampf scheiße wird. Ich hab's euch gesagt. Ja, aber was soll man machen? Wir schaffen das schon. Alles wird gut. Wir können unsere Gabe auch aktivieren. Gabe. Super Tuning. Okay. Das war sein erster Bomber. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, seinen Dreier-Bomber mit meinem vollen angreifen zu müssen. Aber er macht halt zu viel Murks ansonsten. Habe ich so das Gefühl. Oh, der ist schon an hier, Ditch. Wegen der Flak-Einheit. Und hat es trotzdem überlebt. Ah, schade. Aber, wenn wir Glück haben, 5%, ja, das sollte klappen. Bam. Wir haben keine Fernkampfeinheiten mehr, aber wir könnten... Nö, warum denn eigentlich? Er kann seinen Jäger vielleicht einen, aber selbst dann wird er ein bisschen Verluste hinnehmen. Und das heißt, wir sind eigentlich ganz gut dabei, würde ich so sagen. Okay, bis dahin kannst du schießen. Du eigentlich sowas wie ein... Nee, hast du nicht mehr. Stimmt ja, da war ja was. So. Wenn wir seine Jäger da blockieren können... Können wir einfach zu seinem Hauptquartier hinfliegen? Ah, er hat noch den Bomber da unten. Ah, ICQ, naja, ihr wisst schon, irgendwie war da mal was. Die Fenster sehen immer grün aus in den dunklen Gebäuden da. Immer verrottet und so. So, okay, du hast die super gestellt, sodass, dein... Wie heißt er denn, der nette Freund? Deine Flak-Einheit uns nichts anhaben kann, während wir deine Jäger abschlachten. Das finde ich super. Warten. Ja, wir haben noch genug geöffnet. Kommst du
da ran? Nee, du kommst auch nicht ran. Warum lässt du euch da lang? Na egal. Ich habe viel zu wenig Einheiten übrig. Und der Luftkampf ist auch eigentlich ausgetragen. Das heißt, warum habe ich die beiden dann noch? Naja, egal. Ja, ich weiß, er könnte mir mit seinen Mech-Einheiten einigen Schaden da noch bereiten, aber das müssen wir jetzt riskieren. Eigentlich müssten wir ihn zu uns kommen lassen. Das war jetzt nicht so gut von dir, aber das war besser. Okay, die Einheiten sind wir los. Wenn er jetzt mit seinen Mech-Einheiten loszimmert, dann... Warum auch immer er das jetzt nicht beendet hat, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Dort kann er uns nur von einem Punkt aus angreifen. Und dort können wir die alle behalten, okay. So, und mit dir dahin. Damit wir in der nächsten Runde seinen Bomber angreifen können. Könnt ihr schon? Ja, selbst der kann den Bomber angreifen. Und dann können wir in aller Ruhe dahinter marschieren. Wir müssen noch den da unten wegbekommen. Ja, wir nehmen das jetzt einfach ein. Wir müssen das jetzt etwas taktischer angehen, weil wir halt nicht mehr so viel haben, weil den haben wir verloren. Und zwar nicht schlau von mir. Da, da, da. Bam, bam. Der war weg. Sieht er den eigentlich vor, da unten dem Panzer? Nein, das gefällt mir nicht so ganz. Doch sein Bomber, der ist jetzt weg. Das heißt, wir könnten... eine Talsperre einrichten. Könnte etwas schwierig werden. So, dahin. Ah, du kannst nur zwei weit laufen. Das war natürlich klar. Allerdings, wenn er jetzt da hochkommt, können wir ihn noch ein bisschen den Weg absperren, wenn wir hier irgendwie dann nachher die platzieren. Das war schlau. Das war richtig schlau von ihm. Okay, wir haben nicht mehr viel Fuel. Wie weit kommen wir mit dem hier? Dahin? Okay, sehr schön. Ah, wir hätten es eins weiter unten einrichten sollen. Das ist nicht so schlimm. Jetzt können wir hier einfach noch ein bisschen Schaden machen. Wie wir spaßig sind. Das sollte doch alles ganz gut klappen. So. Wenn er jetzt nicht langsam mit seinem Panzer nach hinten zieht, ist er leider sein Hauptgebäude los. Das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Das dachte ich mir. Je nachdem, wie viel er davon jetzt kaputt macht. Sehr schön. Okay, er braucht die nächste Runde,
um meine Einheit da kaputt zu machen. Das heißt, ich kann einfach sein Gebäude einnehmen. Ich weiß noch nicht ganz, wie genau wir unsere Unschuld für was auch immer beweisen könnten, was auch immer wir getan haben, indem wir seine Armee besiegen. Das Konzept habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber das muss ich wahrscheinlich auch nicht. Machen wir einfach ein bisschen einen kurzen Prozess mit seinem Panzer. Irgendwie glaubt ja Drake, dass wir unschuldig sind und ihn glaubt es nicht. Und anstatt uns zu fragen, schicken wir einfach Soldaten in den Kampf und töten sie. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Wenn er mich nämlich jetzt besiegt. Ha, verdammt. Da muss ich mir vielleicht noch was anderes ausdenken. Das habe ich befürchtet. Ich hätte ihn da hochziehen sollen. Verdammt. Ich meine, wir haben erstaunlich viele von seinen Truppen mitgenommen. Das war schlau. Wir besetzen natürlich trotzdem weiter, denn ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, die Neuen zu besiegen. Warte mal. Der kann mich da angreifen. Das möchte ich doch wohl verhindern. Wir machen den einfach kaputt. Da machen wir den kaputt, da machen wir dann den anderen kaputt und dann. Das heißt, so wie es jetzt aussieht, zur Not müsste ich meine Einheiten zurückziehen, heilen und dann könnte ich ihn auch noch auf die herkömmliche Weise kaputt hauen. Im Notfall. Das Einzige, was mir dann halt wegfallen würden, sind die beiden, weil die nämlich nicht mehr viel Sprit haben. Die haben noch 18 und 15, das heißt noch 3 Runden bzw. 4 Runden sind die da und dann wären die nämlich auch am Ende. Blau? Nein. So, wir sind wieder auf 7 hoch, runter, wie auch immer. Und er ist auf 3 runter. Das heißt, wir können in der nächsten Runde ohne weitere Umschweife einfach das Gebäude besetzen. So, dieses Gebäude gehört jetzt Orange Star. Also, los! Raus mit der Sprache! Warum verfolgst du mich? Spiel nicht den ahnungslosen Lauser. Glaubst du, ich vergesse, was du Green Earth angetan hast? Wie bitte? Deinen Gesichtsausdruck während des Angriffs werde ich nie vergessen. Nein, du liegst völlig falsch. Das kann ich nicht gewesen sein. Hältst du mich für einen Trottel, Junge? Ich habe dein Gesicht gesehen. Ich sage dir, das war ich nicht. Warum sollte ich andere Länder angreifen? Weshalb? Moment, wir marschieren hier in ein Land nach dem anderen ein? Bekämpfen die Leute dort auf ihrem Territorium? Warum sollten wir sowas tun? Nun gut, ich nehme dich beim Wort für den Augenblick. Auch Drakes Meinung dazu muss berücksichtigt werden. Aber glaube nur nicht, dass ich dir vertraue. Solltest du lügen, dann wirst du bereuen, dass du geboren wurdest. Boah, krass, ab wann ist das Spiel nochmal? Ist ja ganz schön hardcore hier. Das war ich nicht. Alter, ich schwöre. Schwör. Rubinmaus. Langsam wird es mal wieder Zeit für einen Rangaufstieg. Ja, wir wollen ihn nicht überschreiben, weil das In-Game-Speichern funktioniert ja eh nicht. Guck mal, wir sind fast wieder in Blue Moon angekommen. Ich sah sein Gesicht, das war garantiert Andy, aber... Hallo, Igel? Du bist Sonja von Yellow Comet. Was tust du hier?
Es war nicht Andy, der dich angegriffen hat, sondern ein anderer. Hast du eine Ahnung, was hier eigentlich los ist? Ja, die hab ich. Ich sage dir, wer all die Fäden zieht, wenn du mir folgst. Aber ich weiß, was du befürchtest. Du kannst ja ruhig folgen, geh nur. Kann ich wirklich gehen? Nur keine Bange, ich kümmere mich schon um Green Earth. Wir segeln doch unter derselben Flagge, mein Freund, oder? Ich danke dir, Drake. Ich freue mich darauf, mir das Sternenkorps näher anzuschauen. Ich treffe dich später wieder. Pass auf dich auf, Igel. Ich kämpfe gern gegen Drake. Yeah, das übernehme ich. Dieser Tsunami nervt tierisch. Tsunami für Tami? Nein. Ich versuche es mal mit Max. Auf ins Getümmel. Ja. Kriegsgeheimnis. Drake bedeutet schiffisch und sein Anblick ist überwältigend. Ich wette, Drake hat ebenso wie Igel seine Gründe für die Angriffe. Ja, wir sind in seinem Land. Wenn er nur noch Info wünscht, wünschte ich, er würde einfach fragen. Aber so einfach ist es nicht, oder? Schon wieder eine Mission mit Booten, und zwar Drakes dämliche Dampfer. Er wird uns garantiert nicht einfach an sich vorbeilassen, und trotzdem, er hat bestimmt seine Gründe. Ja, du hast sicher recht. Also gut, fangen wir an. Warum habe ich nur das komische Gefühl, dass ich ignoriert werde? Naja, ich weiß nicht, vielleicht weil du ignoriert wirst. Okay, der hier ist uns relativ unnütz, aber wir können seine Flaggeinheit damit kaputt hauen. Wir haben kein Gespräch vorher mit Nell gehabt, das heißt einfach siegen oder verlieren. Er hat ein L-Boot, wenn wir das zerstören, können wir ihn da drüben relativ nutzen. Allerdings hat er hier noch ein bisschen was, okay. Wir haben zwei L-Boote, die wir nicht unbedingt verlieren sollten. Wie weit kann sein? Bis dahin. Okay, das heißt, wir ziehen ihn dahin. Und schauen mal, was wird. So, mit Max ist das ja alles nicht so umständlich. Wir lassen den, nein, das Boot kann nicht immer rein. Wir lassen den hier erstmal zurück und stellen ihn dahin. Und ansonsten warten wir erstmal. Wir haben da hinten wieder die gefährlichen Boote. Zur Zeit für den großen Platscher, um Igel Deckung zu geben. Ja. Wie jeder Pokémon-Fan weiß, Platscher bringt nicht viel. Okay, ich werde jetzt etwas tun. Genau, das wusste ich, natürlich. Aber ich wollte das da machen. Und somit wäre das U-Boot von Drake weg. Ich verstehe nicht ganz. Gegner können meine tauchenden U-Boote manchmal angreifen. Da muss ich einen Schluck trinken. Ich kann das aber irgendwie nie, deswegen muss ich die immer erst aufdecken. Ja, ich weiß, du bist nicht wirklich gut, aber... Naja, nächste Runde könnten wir ihn dann wegbekommen. Du wartest hier. Und du wartest da, weil du dort in Deckung bist. So, die restlichen Sachen lassen wir auch erstmal hier warten. Wir brauchen auf jeden Fall unser TTP, um Rationen zu verteilen. Und wir sollten irgendwie versuchen, unser U-Boot sinnvoll einzusetzen. Das war zum Beispiel schlau von ihm. In einer Form, die man nicht nennt. So.
das war's erstmal mit dem. Seine beiden Boote da hinten machen mir noch Angst. Allerdings werden wir uns die in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin und tschüss.